Guten Morgen miteinander. Wir sind bereits wieder auf dem Weg in die nächste Stadt. Und wenn es jetzt morgen ist, jetzt geht es mit unserem Kollektivo da, wo unsere Koffer jetzt da gerade aufs Dach aufgemacht werden. Jetzt geht es jetzt weiter. Und ja, zwei andere Gäste haben wir auch schon da. Hallo! Sind jetzt natürlich auch dabei. Und ja. Der Zufall. Und jetzt gehen wir weiter auf Trinidad. So, wir sind angekommen, zwar in Trinidad. Und schauen mal das an. Das sieht wieder aus wie in einem Hotel. Das Bad ist auch extrem super. Das müssen wir schnell anschauen. Ups, ist meine Kamera angeblieben. So. Richtig schick. Und ja, auch wieder herzlich begrüßt worden sind wir da. Und ja, falls ich, oder noch ein kleiner Tipp, wenn ihr auf Kuba reisen wollt, es empfiehlt sich, dass ihr irgendwie eine Reservation macht am ersten Ort, wo ihr seid. Und nachher wird eigentlich alles immer für einen gemacht. Also wir haben zum Beispiel die erste... Platz bei dir? Wenn zum Beispiel die erste Unterkunft in Havanna haben wir reserviert, dann haben wir empfohlen bekommen von jemandem. Und sie haben dann nachher ihre Kontakte in jeder Stadt und sie machen immer wieder Reservationen für einen und sie dann das Taxi organisieren. Also dann muss man sich nachher um nichts mehr kümmern und hat immer schön in jeder Stadt eine Unterkunft. Und von dem her ist das ganz easy zum Reisen da, da muss man sich gar nichts Sorgen machen. Wir haben da nicht irgendwie auf Booking.com oder so für jeden Ort irgendetwas buchen oder so, das ist eigentlich überflüssig, weil die machen einem immer gerade. Und dann kann man auch flexibel sein, wenn jetzt zum Beispiel zuerst auf Cienfuegos wollen zuerst und jetzt haben wir uns umentschieden, dass wir zuerst auf Trinidad gehen, weil die anderen zwei Deutschen, die wir kennengelernt haben, sind jetzt auch 4 Tage noch da. Von dem her haben wir das jetzt, weil wir ja noch nichts reserviert haben, im Voraus auch easy können umändern, von dem her. Macht euch keine Sorgen, einfach die erste Unterkunft buchen und nachher ist alles gut. Wir waren jetzt da gerade in diesem Bierhaus. Dort sind zwei lustige Sachen passiert. Zum ersten haben sie nur irgendwie so zwei importierte holländische Bier gehabt, die überhaupt nicht gut waren. Und zum zweiten haben wir müssen, den Pass zeigen, weil wir haben mit den 50er Noten bezahlt. Und dann haben wir müssen den Pass zeigen und dann die Notennummern aufgeschrieben und die Passnummern von mir. Und ich musste unterschreiben. Warum? Keine Ahnung, er hat gesagt, wegen dem Falschgeld, aber ich weiß nicht, was die nachher würden wollen gegen mich machen. Ja, vielleicht würde ich den verhaftet irgendein, aber ja. Komische Sache manchmal. Da kommst du nicht raus, dass die Amix da bosken, da die Kubaner. So, wir haben viel zu viel gegessen, aber es war sehr, sehr fein gewesen. Und jetzt treffen wir uns mit unseren deutschen Kollegen. Wenn das klappt... Kolleginnen. Wenn das klappt, wir haben ihnen eine Nachricht geschickt, also ein Zettel geschrieben und haben es beim GASA bei ihnen abgegeben, weil wir da ja kein Internet haben und nichts. Darum ja, lassen wir uns jetzt mal überraschen, ob es dort sind, wo wir ihnen gesagt haben, sollen sie. Und sonst gehen wir halt alleine Eis trinken, gell Mami? Ja, sicher. Gut, also schauen wir mal. Wunderschönen guten Morgen zusammen. Vielleicht habt ihr gemerkt, ich habe die Farbe gewechselt. Wir waren gestern am Strand und ich war eigentlich gefühlt den ganzen Tag im Schatten. Aber trotzdem hat das gelangt, um mich fürchterlich zu verbrennen.
Ja, noch. Jetzt ist es halt so. Heute gehen wir zum Wasserfall und das machen wir mit einer Kutsche. Und jetzt warten wir hier vor unserem Gasamt, bis wir abgeholt werden. So, wir sind jetzt auf der Kutsche, wie ihr vielleicht merkt. Schütteln ein bisschen. Aber ist gut. So, wir haben jetzt einen kleinen Stopp gemacht, nach etwa 5 Minuten oder so. Es war noch interessant gewesen. Heute Morgen haben wir eigentlich gesagt, also wir haben das gestern gebucht, die Tour, und der hat gesagt, ich komme uns abholen mit Gaza. Da ist aber niemand gekommen und danach ist ein anderer gekommen und hat gesagt, ja, komm mit mir, ich mache das vergünstigend, bla bla. Und dann haben wir gesagt, wir bleiben da. Dann ist er nochmal gekommen, ja, jetzt könnt ihr kommen und so. Dann sind wir mit dem mitgelaufen und dann, ja, der hat dann da irgendwie wieder etwas organisiert und hat uns zuerst irgendwie mit einem Jeep willen dorthin fahren. Dann haben wir gesagt, nein, wir müssen mit den Kutschen und der war ein bisschen ein Durcheinander. Aber jetzt sind wir da auf dem richtigen Weg und er hat sogar gesagt, wenn der andere, der uns das verkauft hat, sieht, dann ging er zu ihm hin und tut ihm die restlichen, wir haben eine Anzahlung gemacht, das Geld tut er zurückverlangen und wir müssen jetzt nur die Differenz zahlen von dem, was wir angezahlt haben und was schlussendlich kostet. Also mega fair. Ich weiss nicht, vielleicht haben sie das auch irgendwie geplant, keine Ahnung, wie das jetzt abgelaufen ist, aber auf jeden Fall, wir müssen jetzt nur das zahlen, was wir abgemacht haben von dem her. Guter Deal. Ja, die sind jetzt da gerade so einen Saft machen. Wir mal schauen, wie die es machen. Und da hinten seht ihr die Pflanze oder die. Was sind das? Keine Ahnung, was das für eine Pflanze ist. Oder irgendwie so ein Gestänge. Und das tun sie dann nachher da durch die Maschine durchlassen. Und den Saft tun sie dann nachher treichen. So, ich habe mittlerweile herausgefunden, was das ist, und zwar ist das Zuckerrohr. Da hinten seht ihr die Plantage vom Zuckerrohr. Und da haben wir jetzt einen kleinen Halt gemacht und sie dann jetzt hier das Zuckerrohr auspressen. Und danach gibt es so einen Saft, der dann rauskommt, und den probieren wir jetzt. Und sie dann das traditionell da mit Limonensaft, mit Honig und Rum natürlich trinken. Und so einen nehmen wir dann auch noch schnell zum Probieren. Und jetzt bin ich gespannt, wie das schmeckt. Und das ist eben der Ursprung vom Zucker. Die dann das pressen und das ist nachher das Grundstoff sozusagen, wie es dann nachher den Zucker dann produzieren. Spannend, hä? So, wir haben jetzt hier so einen Drink bekommen. Zuerst haben wir ein bisschen pur getrunken. Wie hast du es gefunden? Sehr gut. Sehr gut ist der. Also, war, ja. Ja. Ohne Schnaps schmeckt er gut. Mit Rum ist es natürlich noch etwas besser. Klar. Jetzt hat er noch ein bisschen Honig drin und Rum. Und jetzt schmeckt das richtig, richtig gut. So, der hat jetzt gerade den Kaffee gemahlen und gerade noch Gesangseinlage gemacht, da mit dem, jetzt ist er nicht mehr dort, aber sie haben immer, sie haben so einen Klopfrhythmus, wo sie den Kaffee dann zermahlen. Und zudem kann man natürlich gerade das Lied singen, das hat er jetzt gemacht, und jetzt trinken wir da einen naturalen Kaffee mit vermutlich Honig gesüßt. Das machen sie meistens, obwohl sie eigentlich überall Zucker da haben, und das ist auch dazu, das ist so das Zuckerrohr-Dings, das kann man einfach so aussaugen. Und das, mit dem kann man dann nachher den Kaffee eigentlich auch süssen. Aber eben, meistens machen sie es mit Honig. So, jetzt sind wir hier am Hinteren laufen zum Wasserfall. Und haben jetzt gerade noch eine lustige Geschichte gesagt. Und zwar hat er erzählt, dass für Kubaner ist es verboten, Rindfleisch und Pferdefleisch zu essen. Das ist nur erlaubt für Touristen, zum Tierschützen. Und wir haben uns eben schon gefragt, wir haben eben nie einen Rindfleischbesitz bekommen. Und wir haben gestern der Typ vom Haus, unser Gastgeber, gefragt, ob er uns ein bisschen Rind besorgen kann. Der hat eben gemeint, es sei schwierig und so. Du kommst es eben mega schlecht über und alles. Und ja, das macht Sinn, wenn es Kubaner eigentlich gar nicht essen dürfen. So, wir sind jetzt hier am Wasserfall angekommen. Wir haben schon schnell ein bisschen baden. Und jetzt sind hier hinten recht viele Leute auch da. Und ja, es ist schön da. Man kann hier ein bisschen reingumpen und alles tun. Jetzt auch noch mal ein Pool.
Aber ja, ist jetzt auch nicht das Allerspeziellste, was es geht auf der Welt. Aber es ist cool mal hierher gekommen und es war eine gute Tour bis jetzt. Und jetzt sind wir noch ein bisschen da, geniessen es ein bisschen und danach hauen wir es wieder zurück mit unserer Kutsche. Wunderschönen guten Morgen zusammen. Heute steht Zugfahrer auf dem Programm und zwar mit dem einzigen Passagierzug oder mit dem einzigen Zug von Kuba. Also ja, das hoffe ich zumindest, dass die Information richtig ist und das gehen wir jetzt abchecken. So, jetzt haben wir uns ein Ticket kaufen hier am Bahnhof, aber der Zug ist kaputt. Ja, jetzt können wir halt nicht gehen. Der nächste fährt, oder der nicht kaputt ist, der fährt um 1, aber das ist etwas spät, das ist morgen um 9:30 jetzt. Darum machen wir jetzt Plan B und wir gehen wieder an den Strand. Das habe ich euch sowieso noch nicht gezeigt, dann kann ich das jetzt gerade machen. Also wenn ihr in Kuba einen Ort suchen wollt, wo ihr euch das Internet aufladen könnt, so eine Karte kaufen, dann einfach immer dort, wo es am meisten Leute hat. Dort ist, dort kann man Internet kaufen. Sonst stehen sie glaube ich nie an, außer bei sehr, sehr guten Restaurants. Und eben beim Internet Karten kaufen. So, wir sind jetzt mit dem Bus runtergefahren. So einen alten, so einen TUI-Bus, so einen roten, wie man eigentlich aus London kennt. Da waren ganz überrascht gewesen. Und jetzt sind wir am Strand und jetzt schauen, wie das da aussieht. Richtig schön da, richtig schön. Und jetzt hüpfen wir mal ins Wasser. So, wir sind jetzt wieder zurück, frisch duschen und jetzt geht es essen. Der Casa-Typ hat da uns ein Restaurant reserviert, das gehen wir jetzt mal abchecken. Hast du Hunger, Mami? Ja. Oh. Sehr gut. Also, wir sind jetzt hier im Restaurant. Einen ganz edlen Schuppen haben wir da empfohlen bekommen von unserem Casa-Herr. Und ja, wir haben jetzt das Essen bekommen. Hausspezialität für mich, Schweinefleisch und Rindfleisch. Das erste Mal hier, das Mami, das erste Mal, wo wir Rindfleisch bekommen. Und natürlich noch ein Glas Wein und darum stoßen wir jetzt an, gell? Prost! Zum Wohl! Prost! Prost! So, wir sind wieder daheim. Wir haben sehr, sehr gut gegessen und jetzt gehen wir auf Pause. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Daumen gegen oben nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Bis dann. Ciao, ciao!